Was für eine angenehme Brise. Und die Aussicht ist atemberaubend. Ist die Welt in deiner Zukunft auch so schön? Was mag das bedeuten? Meinst du die dunklen, die gefährlichen Orte? Ich muss sagen, auch die faszinieren mich. Warum erzählst du mir nicht noch etwas von deinen Reisen, während wir hier warten? Wie du hierher gekommen bist, weiß ich ja schon. Doch auch das davor interessiert mich sehr. All die kleinen Abenteuer, deine ganz persönlichen. Wenn ich deine Welt besser kennenlerne, verstehe ich vielleicht auch, was Heidelin vorhat. Und letztlich treibt mich auch die Neugier als deine Schwester im reisenden Geiste. Denn das Fremde erfahren zu wollen, liegt uns doch im Blut, nicht wahr? Unglaublich. Wie gern wäre ich dabei gewesen. Was für eine erbarmungslose und unfreie Welt. Das lässt die Taten derer, die trotzdem am Guten festhalten, umso edler erscheinen. Dass ihr zu so etwas imstande wart. Der Glanz des Möglichen ist also auch bei euch noch nicht erloschen. Ich danke dir für diese äußerst spannende Schilderung. Wie du weißt, war ich einst Wissenschaftlerin. Unter anderem erforschte ich die Beschaffenheit dieser Welt. Was genau ist Äther? Wieso sind die Dinge, wie sie sind? Und was ist der Ursprung des Lebens? Die Welt ist voller faszinierender Fragen. Und auf einige davon fand ich sogar Antworten. Doch je mehr ich lernte, desto weiter wuchs mein Staunen. Die Naturgesetze, wie wir sie heute kennen, und unsere Existenz an sich, alles schien auf wundersame Weise vorherbestimmt. Ein Funke Leben, der sich seinen Weg durch den weiten Kosmos bahnt, die Ewigkeit aufwirbelt und schließlich Form annimmt in meiner oder deiner Gestalt. Wenn man sich vor Augen führt, wie gering die Wahrscheinlichkeit für so etwas eigentlich ist, dann erscheint einem auf einmal alles möglich. Diese Erkenntnis traf mich wie ein Schlag und alles, woran ich bis dahin geglaubt hatte, war plötzlich null und nichtig. Ich hatte erkannt, dass es etwas Größeres gibt. Nenn es Schicksal, wenn du willst. Etwas, das schützend über uns und das Leben selbst wacht. Und mit einem Mal erschien mir das Hier und Jetzt, das Ergebnis mannigfacher Wunder und unbestimmter Möglichkeiten, höchst zerbrechlich. Ich spürte das dringende Bedürfnis, Neues zu erfahren, Bekanntschaften zu machen und brach auf in die weite Welt, um ihre Schönheit zu sehen, ihre Stimme zu hören und ihren Atem zu spüren. Das war der Beginn meiner Reise. Er liegt lange zurück. Eine Welt, in der man nichts mehr als selbstverständlich betrachtet, ist aufregend neu und schön. Der endlos weite Horizont,
Ein Himmel, in dem man versinken kann. Der ruhige, aber stetige Atem der Natur. Dazwischen jene, die alles mit Leben erfüllen. Ihre Gesichter und Stimmen wärmten mein Herz wie nie etwas zuvor. Sie alle sind wie ein Schatz für mich, den ich beschützen will, den ich liebe. Solange sie also Hilfe benötigen, kann ich nicht zum Planeten zurückkehren. Womöglich ist also Heidelin, mein zukünftiges Ich, noch immer auf der Suche. Nach dem Augenblick, an dem sie endlich von allem ablassen kann. In der Gewissheit, dass ihr euren eigenen Weg gehen werdet. Die Sorge um das Schicksal anderer hat mich immer getrieben. Als jemandem, der aus der Zukunft kommt, möchte ich dir daher gerne eine Frage stellen. War deine Reise eine gute? Entschuldigt die Verspätung. Ich wollte eigentlich schon viel früher hier sein, aber die Launen meines Untersuchungsobjekts haben mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Deine Arbeit geht vor. Außerdem hatten wir so die Gelegenheit, in Ruhe zu plaudern. Zu gütig. Ihr wolltet mich etwas fragen? Richtig. Es geht um Hermes' neue Schöpfung, das Meteon. Es hieß, du hättest einen ganzen Schwarm davon losfliegen gesehen. Ach das, ja, das habe ich in der Tat. An jenem Tag war ich mit den abendlichen Observationen betraut. Als ich die Metabasios Thalassai verließ, war es schon fast wieder hell. Auf meinem Heimweg ließ ich den Blick nach oben schweifen, als ich in südöstlicher Richtung auf einmal Lichter bemerkte. Wie Sternschnuppen, aber sie stiegen auf. Das Schauspiel wollte gar nicht enden, also lief ich zum Rand der Insel, um einen besseren Blick darauf zu erhaschen. Und wen durfte ich da auf einer benachbarten Insel entdecken? Hermes und Meteon, beziehungsweise Meteons, träfe es wohl besser. Da waren nämlich ganz viele. Sie waren es, die ich für aufsteigende Sternschnuppen hielt. Verstehe. Hattest du schon Gelegenheit, mit Hermes darüber zu sprechen? Ja. Der Anblick war so überwältigend, dass ich gleich am nächsten Tag zu ihm ging. Aber er meinte, dass er mir noch keine Details verraten könne, sondern erst einmal weitere Tests durchführen müsse. Ich hoffe, es ist bald soweit. Hermes besucht die Insel weiterhin regelmäßig. Ich bin also guter Dinge. Danke für diesen Bericht. Wir können es auch kaum erwarten, mehr zu erfahren. Das ist doch schon alles, was ich wissen wollte. Entschuldige, dass ich dich während der Arbeit rufen ließ. Aber nicht doch. Es ist immer schön, mit Gleichgesinnten zu reden. Ach so, wollt ihr wieder nach unten? Dann könnte ich die Verbindung für euch herstellen. Das wäre sehr freundlich.